Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! 5Ds 2010 Reverse of Arcadia World Championship noch vergessen. Nachdem im letzten Part mal wieder gar nichts geklappt hat, wollen wir nun einfach uns weiter versuchen, aus dem Gefängnis frei zu duellieren. Ich mache mal ganz kurz den Sound auf dem Kopf ein bisschen leiser aus. Wollte ich nicht machen, aber etwas leiser wäre zumindest nicht schlecht. So. Das Scherestein-Papier verlieren wir, aber der Affe hat entschieden, er will lieber Zweiter sein, somit kommen wir beiden unseren Wünschen entsprechend nach. Ja, das feindliche Urteil, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon, wenn ich mich richtig erinnere, ist ein bisschen her. Musste erstmal den Frust sacken lassen, ne, Spaß, aber hat mich schon ein bisschen angepisst, weil das war halt echt ein doofes Duell. Der spielt aber relativ viel mit Ausrüstungskarten, mit auch von Ausrüstungskarten, die man relativ schnell aktivieren kann, sprich, wir sollten da etwas auf der Hut sein. Ja, Bestienkönig Barbaros, glaub auch. Ganz sicher, so wird's sein. Dieses 419 und ist somit ein, ja, ganz dezent ernstzunehmender Gegner. Was kommt nun? Die Effekte aller Effekte und zwar in annullierten. Genau das hatte ich befürchtet, dass diese Karte nun kommen wird. Denn sie tut nun den besten König Barbaros den Effektraum, sodass auf 3000 Angriffspunkte käme. Jetzt die Frage, was machen wir? Ich lasse die Karte natürlich erstmal aktiviert, das ist klar, weil ich nicht wirklich was ausrichten, oder weil ich nicht unbedingt die Hälfte der Lebenspunkte zahlen muss, um das Vieh loszuwerden. Stattdessen nehmen wir es lieber mit dem Seelennehmer. Geben wir mit 1000 wieder zurück, aber der Barbaros haut ab, bitte. So, dann hole ich als nächstes noch mein Synchro aufs Feld. Oder nee, ich hole mein. Nein, ich hole. Also nicht kein Synchro, aber ich hole mir meinen Nebeltalsoldaten aufs Feld. Damit ich immerhin die beiden mal. Immerhin mit den beiden mal angreifen kann. So. Ruf der Gejagten. Es kommt natürlich der beste König Barbaros rein. Diese Karte werde ich jetzt wohl oder übel annullieren müssen. Denn das Vieh kriege ich sonst nicht mehr so schnell weg und habe ich keine Lust drauf auf solche ewigen Aktionen hier. Ja, die Musik holen wir gleich wieder zurück in den schönen Bereich, aber manchmal muss man einfach solche heftigen Entscheidungen hier auch treffen. In diesem Falle sind sie für, also gegen Ruf der Gejagten und für ein weiteres sehr offensives Duell meinerseits ausgefallen, denn sonst wäre das hier, wie gesagt, es wäre nicht schön geworden, da habe ich keine Lust drauf gehabt, deswegen ist es so gut, so ruft der Gejagten ist weg. Und ich glaube, er gerät langsam schon in Bedrängnis. Ja, das ist mäßig schlimm, solange keine Spiegelkraft spielt, was das leider. Jede Karte könnte halt eine Spiegelkraft sein, das ist das Problem, da habe ich echt Angst vor dem. Aber naja, egal. No risk, no fun. Wir spielen jetzt hier den Zwillingsschwertplünderer. Und es reißende Tribut. Es ist eigentlich schlimmer. Es ist schlimmer als der andere Scheiß. Das ist natürlich absolut suboptimal, aber das hätte ich auch ganz ehrlich anders nicht verhindern können. Warum spiele ich eigentlich den Zwillingsschwertplünderer, wenn dem sein Effekt eh annulliert wird? Das war gerade eben furchtbar schlau. Und natürlich hat er den Kampfochsen. Mit 1-7 direkt angreifen kann. Ja, das muss, so muss das. Wenn du so viel Glück im Duell hast, brauchst du kein Pech mehr. Naja, wollen wir nicht alle schwarz machen, wir immer noch den Empfängerkrieger mit dem übelwollenden Hedgler. Und der meint es wirklich übel hier mit dem Guten, denn der Kampforgesinn mögen mag weder der Plündern, der Empfängerkrieger noch sonst jemand, deswegen haut der jetzt ab. Sein einziger. Ja, es wird aber nicht zerstört, der Kampforgesinn, das ist halt das Problem. Diese dreckigen anderen Karte da unten, die mir gar nicht gefällt. Ja, dann müssen wir es eben irgendwie anders probieren. Das soll ja auch möglich sein, angeblich. Ich spiele die Riesentrunade, jawohl. Ach, ein Highlight. So, verlieren wir auch noch unseren Empfängerkrieger. Effekte kriegt er auch wieder zurück. Aber im Umkehrschluss muss man sagen, wenn es die Effekte wieder annullieren will, dann muss er nochmal 1000 Punkte zahlen, also. Ja, ganz, ganz klug war es auch nicht gelöst. Hier noch eine Zauberfallenkarte, die ich natürlich wieder nicht vorhersehen kann. Die könnte alles sein auf gut Deutsch. Ah, aber schrumpfen, das ist geil. Ich spiele trotzdem finsteren Resonator mit Ausrüstungskarte. Um ihn etwas, nun ja, zu verstärken. Und den Kampf ums Besiegen kommt die finstere Bestechung. Gut, gut, gut. Das ist jetzt so mäßig geil. Wie probieren wir es denn mit dem Schrumpfen direkt in dem Zug oder erst später? Das ist halt die Frage.
Ich setze Schrumpf lieber erst ein, wenn er sich sicher ist, dass er angreifen kann, also. Ja, jetzt kommt die Karte ja nochmal, er zahlt nochmal 1000, sprich, das wird ein ganz enges Duell hier im Endeffekt werden. Ja, ich bin echt gespannt hier, was er jetzt zieht, es hängt alles davon ab, was er jetzt zieht. Und ist die Riesenrad, das ist nicht gut. Greift zuerst mit der Riesenratte an. Ja, er muss jetzt leider seine Riesenratte zerstören, das ist jetzt, weil es im Endeffekt doch doof gelöst, muss ich sagen. Sie wird nicht zerstört, das ist... Ja, es hätte mir so oder so nichts gebracht im Endeffekt. Schrumpf hätte mir gar nichts gebracht. Mein Effekt ist leider annulliert hier, deswegen verliere ich hier weiter fröhlich Punkte. Das gefällt mir gar nicht, weil jetzt brauche ich irgendeine Karte, irgendwas, was einigermaßen gut ist. So, gerade das nicht. Ja, so muss es sein. Gut, dann ist Duell wieder verloren. Jawohl. Ah, das ist aber echt doof, weil er... Ich habe echt keine guten Karten bekommen, Duell. Und jetzt kommt natürlich nochmal ein Bestien für die Barbaros. Hätte ich sowieso den Rest vergessen können. Und 3000 direkt, ja. Der Affe, dem macht uns echt Probleme. Weiterer Versuch. Ich habe hier keine andere Wahl, also von daher. Es ist halt blöd, dass man jetzt sein Deck entsprechend, dass man echt unter... Am Anfang ist man zwar relativ überlegen, was an die Karten angeht, aber man kommt halt mit der Zeit, kriegt man keinen Zugriff mehr auf die Sache, deswegen... Ja, vor allem so Karten wie Spiegelkraft kann man halt im regulären Spielverlauf, soweit ich weiß, nicht bekommen. Und hier mit den Karten kann man schon eher leben als zuvor. Ist zwar alles andere als gut, aber immerhin besser als gar nichts, wie im letzten Match. Ja, gar nichts war der falsche Ausdruck, aber es kamen relativ schnell relativ viele Karten gegen uns. Ah, da rasen die Gorilla. Ja, so muss das sein. Erstmal eine Karte mit 2000 aufs Feld tun, warum nicht? Gut, ich schicke den dann direkt wieder auf die Hand, weil... Den habe ich keine Lust gerade. Warum habe ich den auf die Hand geschickt, wenn ich einen Monster mit 2000 Verteidigung habe? Oh Mann, war das schlau. Das war so unfassbar schlau gerade, wie das. Los, finsterer Triceratops. Das ist geil, das ist auch ein geiler Wort, was das mit D schreibt, weil normal schreibt man Triceratops mit T. Ja, Effekt wenn annulliert, das stört mich jetzt noch nicht so sonderlich. Außer halt nächste Runde wieder sein 3000er, das wird mich schon ein bisschen stören, aber... Jetzt erstmal 2400 hier abziehen. Und Jay, wir sind mal in einem guten Bereich für uns. Aber wir wissen ja, das feierliche Urteil kann alles wieder... Oder das feierliche Urteil kann hier einiges umdrehen. Ich werde jetzt den Teufel tun, das feierliche Urteil jetzt zu aktivieren. Ob das natürlich mit dem rasenden Gorilla die klügere Variante war, ist die andere Frage, aber naja. Ich hoffe einfach mal auf das Beste hier. Und ich kann nicht schon wieder 4000 Lebenspunkte zahlen, nur um so einen dummen Blitzeinschlag zu annullieren. Sollen wir ein Zwillingsschwertplünderer? Ich kann es auch nicht angreifen. Ich mache zwar wahrscheinlich wieder denselben Fehler wie im letzten Duell, aber das ist mir jetzt egal gerade. Weil ich muss hier gucken, dass ich irgendwie vorwärts komme. Ah, er macht dort diesen kleinen Fehler hier. Schrumpfen. Und wir halbieren den rasenden Gorilla, aber er hat die finstere Bestechung. Und Leute, mir bleibt keine andere Wahl, als das hier zu tun. Und das ist natürlich extrem teuer, die Sache, aber wir kommen damit wieder ins Geschäft rein, sozusagen. Können wir jetzt noch ein paar andere Lebenspunkte abziehen, aber das bringt es nicht wirklich dann. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er reagieren wird. In der Winddrache, der hat seinen Effekt verloren quasi. Und ich werde jetzt nicht beschwören. Ich beschwöre jetzt nicht den Winddrache, obwohl... Nein, warte mal.
Nein, ich aktiviere jetzt Kraft der Magie auf meinen Soldaten hier. Auf meinen Zwillingsschwertplünderer-Typ da, Mensch, whatever. So, er darf jetzt nur noch 7 Karten maximal auf die Hand und aufs Feld bekommen. Denn ansonsten hat er ein großes Problem, weil da haben wir noch dieses verborgene Geschütz, was ihm weiterhin so noch seine Lebenspunkte abziehen kann. Das müssen wir natürlich so lange noch durchhalten, das ist ganz klar. Das ist nämlich das nächste Problem. Wenn er jetzt seine dreckige 3000er Karte zieht, dann haben wir ein Problem. Ihr wisst, die Karte ist böse und ja. Angriff annullieren, das ist gut. Damit, sowas brauche ich jetzt gerade. Um ihn einfach auf seine 7 Karten zu bringen. Das ist natürlich nicht sehr förderlich hier gerade, was ich mache, sein Monster zu besiegen, aber ich meine, man kann ja auch mal hoffen, den Gegner normal seine Lebenspunkte abziehen. Jetzt zieht leider keine Differenz ab wegen dieser Karte da unten, die alle Effekte annulliert. Das ist echt eine der gemeinsten Karten, weil damit kann man noch viel schlimmere Sachen als den 3000er da holen. Ohne Nachteil. Ja, ich weiß eben nicht, was das hier genau ist, was der da spielt. Ja, Banner des Mutes spielen wir auf jeden Fall mal noch, damit wir Venge richtig angreifen. Jetzt magischer Zylinder, dann tobe ich, Leute. Ruf der Gejagten. Okay, gut, dass wir nochmal verstärkt haben. Aber Ras der Gorilla, der kann nicht mehr helfen. Der kann ihm nicht mehr helfen. Ja, Angriff, er kann ihm nicht mehr helfen. Oder? Nein, kann er nicht mehr. Sehr gut. Er hat nur verhindert, dass er einen heftigen Schlag bekommt. Jetzt haben wir endgültig es geschafft im dritten Anlauf, aber das ist schon okay. Jetzt bin ich nämlich mal gespannt, wie es hier dann in der Story weitergeht. Weil ich bin selber nicht mehr ganz im Kopf, was jetzt alles noch so genau Schritt für Schritt kommt. Du stark, ich hole andere, ihr bleiben. Ja, sicher, glaube auch. Okay, er denkt, als wirklich, wir würden hier warten, als ob nichts wie weg. Ich will über ein paar Dinge reden, aber wir sollten erst hier abhauen. Oh, hier entlang, lass uns zusammenbleiben. Ja. Komm schon, hier entlang. Kommt schon, das ist wieder ein geiler Übersetzungsfehler, naja, was sonst. Oh, warte. Und da verfolgen sie die Affen im Prinzip durch den ganzen Palast und naja. Oh, wie wäre es mit hier? Waren wir hier nicht schon? Sag ich, Alban, du bildest dir das bildest du dir nur ein. What the fuck, das ist der Anfang, das ist die Zelle. Hier sollte es sicher sein. Das glaube ich ja nicht. Gefunden. Wo sind wir? Ja, schön, dass wir vielleicht mal vorher sich erkundigen sollen. Oh nein, das kann nicht gut sein. Kein Entkommen. Ja, jetzt tun die ganzen Palastjagen, wir sind endgültig dann draußen. Puh, schaut so aus, als hätten wir es irgendwie geschafft. Und das nicht dank dir. Es war der größte Fehler meines Lebens, dir zu folgen. Was, wovon redest du? Hast nicht gesehen, wie gut mein Plan funktioniert hat? Sich absichtlich fangen zu lassen und dann zu dir bringen zu lassen, war das keine tolle Idee? Dass Tobi dich als erstes gefunden hat, nun, das kam tatsächlich etwas unerwartet. Wovon redest du? Du hast die ganze Zeit um Hilfe geschrien. Das war auch Teil des Plans. Ich habe so viel Krach gemacht, damit Tobi mich findet. Das hat doch alles toll funktioniert, oder? Nein. Inwieweit wären wir ohne Tobi niemals entkommen? Wie bitte? Was hast du gesagt? Ach, vergiss es. Wir sollten uns lieber etwas beruhigen. Ich stehe tief in deiner Schuld, Tobi. Danke. Hey, was mit mir? Ja, bei dir auch. Ich wurde vom antiken Fähnrang angerufen, der von 10 Mann versiegelt wurde. Und ich wollte zu Regulus. Aber auf dem Weg dahin wurde ich gefangen. Regulus befindet sich vermutlich im Wald von Poya, östlich von hier. Aber ich hörte, dass sich seit kurzem merkwürdig fällt. Heute weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass ich ihn treffen muss. Tobi, ich möchte, dass du mitkommst. Wäre das in Ordnung? Jo. Danke, lass uns gleich aufbrechen. Wenn Turbines ist, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, wunderbar, dann gehen wir einfach mal los. Kann ich hier wieder eine andere Kleidung anziehen? Das möchte ich mir ganz kurz mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie lange der letzte Part war, Leute, sorry, aber... Ändere Bild...
Oh, nehmen wir die hier, die ist ja ganz cool. So gleich viel besser, statt in dieser ekligen Arcadia-Uniform rumzurennen. So, und hier geht's dann wieder weiter Richtung Osten, wie gesagt, und ein kleines Rätsel wieder mit den Minusstäben. So, wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir hier lang können. Also immer erstmal die Gegend am Anfang abchecken, was es alles gibt und was es alles nicht gibt. Ich weiß nur, wir müssen irgendwann hier einen von diesen Pilzen vergrößern, um nach oben zu gelangen. Welchen kann ich euch allerdings noch nicht sagen. Oder wir müssen vielleicht auch erst einen verkleinern. Das ist halt die gute Frage. Das kann man ja nie wissen. Ich glaube, wir vergrößern lieber mal den hier. So, hier kommen wir dann da oben rum zu dem Minusstab. Und über den Pilz hier gelangen wir dann zu einem weiteren Minusstab auf jeden Fall. Ja, nehmen wir mal den Pilz jetzt für den weiteren Minusstab. Ich weiß ja nicht, was da alles noch kommt. Nehmen wir hier den Minusstab mit, haben wieder einen neuen und sind unten. Gut, jetzt haben wir noch einen auf Vorrat und können mit dem Prinzip, was weiß ich, was machen. Ne, erstmal, gehen wir erstmal weiter am besten. Keine Ahnung, was wir mit dem machen wollen. Ah, wir brauchen den einen hier noch. Okay. Das ist interessant. Jetzt setzen wir hier mal einen vom zweiten, damit ich auf jeden Fall hier weiterkommen kann. Ich glaube, es ist einfach nur den hier irgendwie runterfallen lassen, damit hier das Wasser aufhört. Und wir vorwärts können. Das hier wäre noch ein Minusstab und es geht hier hinten. Ah, ich glaube in der... Da ist ein... Da sind zwei Minusstäbe jetzt irgendwie drin oder sowas. Ah, oder brauchen wir zwei Minusstäbe? Boah, Leute, keine Ahnung hier. Gibt es ja noch Option 2 hier, nämlich diesen Busch klein hacken. Weil sonst haben wir ja, wie gesagt, hier keine Möglichkeit durchzukommen. Ja, und ich glaube, das war ich schon wieder nichts, weil... Warte mal kurz. Dann müsst ihr tatsächlich den ersten hier umkehren. Das ist ja... Klasse, toll. Ah, warte mal, den zweiten wollten wir laden. Probieren wir es halt hier mal... Ja, nee, so wird es auch nichts. Wir müssen schon erst den hier nehmen. Ist jetzt erst, dann ist halt die Frage, was als zweites gemacht werden muss. Was bringt der? Ah, der Fels zu dem Baum kaputt machen. So war das. Ja, jetzt erinnere ich mich. Und da fallen die beiden Minusstäbe aus der Krone heraus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das hatte ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube, das ist okay mit einer Save-State verwenden, um einfach die Sache nochmal angehen zu können, um einfach nochmal den zweiten Teil des Rätsels angehen zu können. So, jetzt hier der erste Minusstab für das Wasser und der zweite dann da unten für... ...den Busch, damit wir weiterkommen können. Ja, das war doch gut. Das war gar nicht mehr so schlecht vom Rätsel-Skill her. Damit kann man gut leben. So, jetzt muss man natürlich dann später auch den Weg zurückfinden. In diesem Fall aber eher erstmal vorwärts, indem man den Busch zerstört. Beziehungsweise zerstört, verkleinert. Und dann geht's hier weiter. Aber was das, die Musik verrät schon, dass hier nichts Gutes ist. Wow, wow, wow. Regulus? Du bist also Regulus, dann bitte hör mich an. Ich habe dem antiken Fähnderern versprochen, diese Welt zu schützen. Darum bin ich hier. Diese Märtyrin kam aus einer anderen Welt, um den antiken Fähnderern zu retten. Genug von deinen Lügen, du kannst mich nicht täuschen. Du willst die Kräfte des antiken Fähndrachen nur für das Böse verwenden. Und da wird mal wieder Torunka gejagt. Torunka! Oh, großer und gütiger Regulus, wir flehen es an. Chill. Na, willst du mich auf den Namen nehmen? Es bringt nichts. Es ist, als würde er auf das Gegenteil von dem hören, was wir sagen. Wie bitte?
Schau an sein Bein, da ist ein Minenstab befestigt. Ich verstehe, deshalb hört er immer das Gegenteil von dem, was wir sagen. Oh, sehr gut, Luna, nur in diesem Fall. Regulus ist ein stinkender Klotz. Er ist eine Heulsuse und meine Katze kann es mit ihm aufnehmen. Ah, glaubt ihr wirklich, dass euch diese Schmeicheleien bei mir weiterhelfen? Oh nein, ist schon zu spät. Schnell, tu was. Torunka, was sollen wir tun? Ich hab's. Wenn die Minuskraft im Spiel ist, dann bewirkt er mehr Minuskraft. Vielleicht ein Plus. Tobi, wäre es mit einem Duell, um Regulus abzulenken? Wenn es eine Möglichkeit ergibt, verwendet Torunka Stab an den Minusstab an dem Bein. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt gleich ein Duell gegen Regulus machen. Das machen wir aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat dieser gefallen. Wir sehen uns hier wieder an derselben Stelle. Bis dann und ciao.